was gut bei dir? Nicht schlecht, du bist wieder noch schlecht. Nein, ich bin nicht. Wir können warten. Okay. Wir haben ein langes Gespräch. Ich will mal kurz, dass du gekommen bist. Ja, Bro. Auf jeden Fall, es gibt mir meine Sache, ja. Was gibt's denn? Ich kann dir das nicht sagen, einfach. Hau raus, Bruder. Ich bin dir immer für dich da, du weißt. Hau raus, Junge. Was brauchst du? Ich bin da, du weißt, Junge. Das ist echt hart. Wie Blamage, was ist denn los? Ich trau mich, dass ich dir zu sagen. Was traust du dich nicht? Sag mal jetzt. Okay, Bruder. Ich brauch Geld, ja. Wie viel brauchst du? Ich weiß nicht, so viel. So, Dates, weißt du? Dates? So 15 Euro. 15 Euro. Und warte, ich muss doch mit Bus fahren. Bus auch noch? Mit Bus. Du kommst hier, legst dein Fahrrad da, sprintst nach hier und dann willst du später mit Bus. Okay, kein Thema. Ich geb dir jetzt 20. Aber reicht das denn für alles? Das reicht. Du gehst zu deinem Date, machst alles da, rapapa, und dann fährst du mit dem Bus. Ja. Ja, jetzt hau ab, ich hab keine Zeit, ich muss telefonieren. Go. Bro, direkt. Kein Ding, Junge. Wir sehen uns. Ich muss jetzt weiter. Direkt ehrlich, ja? Ja, kam grad nicht. Yo, was geht ab? Du willst mich für live über die Fische. Das ist schon 10 Minuten zu spät. Bitte, ja? Es tut mir leid. Yo, Wagwan, was? Es tut mir leid, ich bin ein bisschen zu spät, ja? Ja, Mann. Sorry, ja? Kein Problem. Oh. Tut mir leid, ja? Nein, kein Problem. Echt? Ja. Sie, du hast bestellt, ja? Ja, ich hab gewartet, weil ich einen Kuchen bestellt. Ach so. Brownie? Nein. Sicher? Nein, ich hab kein Cheat-Day, ja? Sicher? Nein, alles gut. Ist ruhig, ja? Okay. Hast du... Sie aber schon, sehr, sieht krass aus, ja? Mhm. Sieht nicht so aus wie normal. Mit Schokostückchen. Lecker, willst du? Nein, ist ruhig. Nicht. Nein, vertraut mir. Das ist einfach. Ja, aber der sieht teuer aus, ja? Geht, ne? Ja. Das haben wir eingestellt. Ja, geht schon klar. Geht schon klar, ne? Ja. Aber reicht das? Später gehen wir noch bestellen. Achso, du willst noch essen? Ja. Achso, okay. Ich hab nur gewartet. Keine Sorge. Okay, krass. Ja, also wenn du jetzt schon Hunger hast, dann können wir auch jetzt schon. Weil ich esse ja nicht, weißt du? Kannst ja. Nee, du isst nichts. Doch, du isst. Nein, ehrlich, für mich ist es okay. Ich habe, wie gesagt, ich habe kein Cheat Day. Ich achte gerade auf meine Ernährung, so, weißt du, meine Linie. Aber wir haben uns doch verabredet zum Essen. Ja, natürlich, aber ja, ich lade hier ein, deswegen. Mach, alles gut. Okay. Sollen wir rufen? Ja. Gerne. Hallo, schönen guten Tag. Willkommen bei Estacos. Ihre Bestellung bitte. Guten Tag. Also. Was können Sie denn empfehlen? Ich würde den größten Taco nehmen. Den größten Taco. Dann nehme ich den. Mit doppelt Fleisch, okay. Pommes, cremiger Sahnesoße, Käsesoße, doppelt Paprika, Tomate und Jalapeno. Mhm. Guacamole und extra Käse. Ich will noch Brasil empfehlen, die Soße. Brasil? Nehme ich dazu. Und wollen wir was trinken? Ja, ein Eistee bitte. Eins, nicht zwei? Echt? Nein, nur ein. Einer. Mhm. Und du? Für mich. Sie wollen nicht? Nein, ich bin gerade am Gucken, so, weißt du. Nein, du musst auch was nehmen. Nein, es ist. Ich hab mich ja eigentlich ein und so. Ja, alles easy. Ich hab echt keinen Hunger, so, weißt du. Die Frau soll essen, so. Okay. So, ich will mal gern so aus Neugierde, weißt du. Dieser größte Taco. wie teuer ist der so? Ja, nein, schon, das ist einfach so. Nee, ist echt egal. Ja, teuer ist der? Ja,
Es ist kosmisch hier. Ja, mit welchen? Ja, können wir später klären, will ich wissen. Nein. Ich sag aus Neugierde immer so, weil ich wollte auch mal so einen Laden aufmachen. Und kostet nicht so viel. Nein? Ja. Was heißt das denn? Ja, das ist echt nicht so wichtig. Das ich möchte ja wissen, oder so, weißt du, wegen dem Laden halt. Okay, ja, okay. Kann man machen. Alles klar, okay. Ja, das war's. Ja, das war's. Für mich alles gut. Allein 10 Minuten dauert das. Alles klar, danke. So einen Laden würde ich auch mal gerne so aufmachen, so weißt du, ich muss immer über die Preise so alles dran wissen. Brauchst du keine Sorgen zu machen? Nee. Ich will ja nur wissen, was das alles hier kostet, damit ich auch weiß, wenn ich das auch mal machen werde, weißt du, damit ich weiß, okay, ey, okay, so wird es laufen, weißt du? Ja, ich verstehe. Ich bin ja ein junger Unternehmer, so weißt du, und ich fange halt an, so einmal meine ganzen eigenen Sachen aufzubauen, ne? Dafür muss man erstmal wirklich bei anderen Leuten erstmal nachschauen, weißt du? Auf jeden Fall. Ja, erzähl mal was von dir so, ja? Ach, bei mir? Wie läuft's bei dir so? Was machst du? Ich bin einfach jetzt hier mit dir verabredet zum Essen. Ich frage mich, warum du nichts isst. Ja, alles. Warum soll ich was essen? Ja, die Location ist gut, ja. Das Essen ist gut, die Tacos sind Bombe. Ja, ich weiß. Du hättest den großen Taco nehmen sollen. Ja, egal, ist alles gut. Aber der Essen kommt, ja? Ja. So, ihr Essen ist fertig. Einmal ihr Taco und ein Eis hier. Dankeschön. Schönen Tag noch und guten Abend. Beiß mal rein jetzt. Ja, sieht gut aus. Sicher? Ja, es. Willst du es probieren? Nein. Ich hab dir schon mal was gesagt. Und schmeckt's? Boah, super, ja. Hammer. Willst du probieren? Nein, ess ruhig, alles gut. Das Fleisch mit Kuh. Ja, easy. Bombe. Brauchst du nicht. Ja, easy. Du siehst gut aus, ja, wenn du am Essen bist. So. Danke. Ja. Besser. Kannst auch gut aussehen, wenn du was isst. Nein, hör doch auf. Auf jeden Fall, ey. Ich muss mal kurz auf die Toilette. Ist ruhig in Ruhe, ne? Ja. Alles klar, ja. Neue Schuhe könnte ich auch gebrauchen. Das sind nur 10 Euro, bitte. Nein, aber. Nein! Ich will dein Handy haben. Dein Handy? Ja, ich will dein Handy haben. Nein, okay, dann nimm meine Schuhe. Nein, ich will dein Handy jetzt haben. Dann nimm die Schuhe, mein Handy. Nein, ich will dein Handy haben. Aber dann ist dann alles vorbei? Alles ist vorbei. Alles? Alles, ich kläre das. Klären Sie das? Ich kläre das. Okay, dann wünsche ich dir noch... Nein. Bitte. Hey! So, ich habe jetzt alles geklärt. Du musst jetzt nicht mehr bezahlen. Dein Handy. Nichts mehr? Ja, ich muss jetzt weiterarbeiten, okay? Schmeckt's? Ja. Oh, nice. Wo warst du so lange? Wo ich war? Ja. Ah, schon auf Toilette. Wie, so lange? Ach so, ja, da war ich kurz unten, habe ich schon mit den Kollegen da so geredet von dem Laden hier. Und ja, wie gesagt, ich möchte bald einen Laden aufmachen. Was hast du denn mit dir geredet?
ist Business. Business, Business, ja? Das ist das Ding. Und? Schmeckt? Ja, schmeckt, aber ich bin schon satt. Echt? Ja. Das war ganz schön viel. Du bist schon satt? Ja. Achso. Nimmst du es aber mit? Ja, vielleicht. Was hast du mit mir geredet so lange? Achso, nein, alles gut. Ja, sollen wir gehen? Ja, wir können gehen. Sollen wir noch den Kellner holen? Den Kellner? Ja. Mach dir doch auch keine Sorge. Ich hab dir schon alles geklärt, ich hab schon bezahlt. Du hast schon bezahlt? Der Laden gehört meinen Eltern. Was? Der Laden gehört meinen Eltern. Nein. Gehört deine Eltern? Ja, lecker ist locker. Nein. Ich hätte auch eigentlich essen können. Ja, klar, hab ich doch gefragt. Du findest das witzig, ne? Ja. Ja, du bist auch voll witzig. Dass du dich schon am Anfang gesagt hast und so. Ja. Oh, sagst du das? Von der Familie, brauchst du auch keine Sorgen zu machen. Von der Ja, ich hab dich eingeladen. Ja, okay. Guck mal, wir sehen. Soll ich morgen nochmal essen? Ja, gerne. Lade dich ein. Guten Morgen nochmal. Der Kellner. Der Kellner, ja. Das ist mein Onkel. Ist der Onkel? Der Onkel? Mhm. Hast du ihn getroffen? Ja. Hab dich gut verstanden? Ja, das war der halt, ne? Ja. Aber wo wohnt der? Ah, hier in der Nähe. So 5 Minuten von hier. Echt? Ja. Komm mit.